Ja, ich möchte heute noch mal unser Manifest verlesen. Wofür steht die Querdenkenbewegung? Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung, insbesondere auf Artikel 1 Menschenwürde, Menschenrechte, Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte. Artikel 2 persönliche Freiheitsrechte. Artikel 4 Glaubens- und Gewissensfreiheit. Artikel 5 Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft. Artikel 8 Versammlungsfreiheit. Artikel 11 Freizügigkeit. Artikel 12 Berufsfreiheit. Und Artikel 13 Unverletzlichkeit der Wohnung. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Einschränkung der Grundrechte durch die Corona-Verordnung sowie die Abdankung der Bundesregierung. Ich möchte hiermit einen herzlichen Dank an die Polizei aussprechen, die uns ermöglicht, hier friedvoll zu demonstrieren und unsere Grundrechte wahrzunehmen. Und ich möchte auch das nochmal betonen, was der Ralf gesagt hat, die Kooperation in der Vorbereitung mit der Polizei war sehr gut. Wir haben auf der Arbeitsebene super zusammengearbeitet und deshalb einen Riesenapplaus für die Berliner Polizei. Ich habe gesagt, einen Riesenapplaus. Und danke an das Team von Querdenken 711 und alle lokalen Initiativen, die alles geben, um diese Demonstration möglich zu machen. Wir sind Demokraten. Rechtsradikales, linksradikales, rechtsextremes, linksextremes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat in unserer Bewegung keinen Platz. Gleiches gilt für jede Art von Gewalt. Wir sind eine friedliche Bewegung, die Demokratie lebt, Meinungen zulässt und das Schubladendenken links, Mitte, rechts ignoriert. Querdenken heißt, glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Namen Bedeutungen haben und Innensenator Geisel ist eine Geisel für die Demokratie. Es ist traurig und zutiefst enttäuschend, dass ein demokratisch gewählter Volksvertreter zutiefst antidemokratisch und grundgesetzwidrig handelt, indem er Demonstrationen, die sich gegen die Regierung wenden, verboten möchte. Und deshalb fordere ich hiermit den sofortigen Rücktritt des Innensenators Geisel. Sowie des Oberbürgermeisters von Berlin, die hier im Tandem die Grundrechte aller Menschen mit Füßen treten. Und ich stehe hier
mit dem Grundgesetz, das uns seit mehr als 70 Jahren die Grundrechte garantiert. Es ist das Beste, was uns bisher passiert ist, aber konnte uns im Jahr 2020 nicht davor beschützen, dass die Regierung sich immer weiter selbst ermächtigt. Aktuell ist die verfassungsgebende Mehrheit eine Mehrheit aus Bundestag und Bundesrat. Das heißt, die Bevölkerung wird nicht gefragt. Und es gibt im Grundgesetz einen wichtigen Artikel, der bezeichnenderweise auch der letzte Artikel im Grundgesetz ist. Es ist Artikel 146. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Deshalb starten wir heute damit, uns eine eigene Verfassung zu geben, die diese Schwächen behebt und die Macht an uns, die Menschen, zurückgibt. Die Verfassung soll sich der Souverän geben und nicht Bundestag und Bundesrat. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe in den letzten Wochen gelernt, dass meine Stärke darin liegt, Menschen zu vereinen. Deshalb bin ich frohen Mutes, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Ihr steht heute hier, weil ihr nicht mehr wollt, dass euch jemand sagt, wie ihr zu leben und zu denken habt. Und wir sind die verfassungsgebende Versammlung. Ich rufe alle Menschen bundesweit auf, nach Berlin zu kommen und gemeinsam mit uns an einer neuen Verfassung zu arbeiten. Wir haben hier ideale Voraussetzungen geschaffen. Es gibt mehr als 60 LKW-Bühnen, auf denen wir den Debattenraum öffnen und frei von Vorurteilen diskutiert und gesprochen werden darf. Das Querdenken-Camp ist für 14 Tage angemeldet und auf der Hauptbühne wird es dann immer wieder eine Zusammenfassung der Ergebnisse geben. Und der Ralf wird später mehr dazu sagen, wie Träume in juristische Formulierungen beflügelt werden können. Und ich rufe hiermit die Polizei auf, unsere verfassungsgebende Versammlung zu schützen.